und herzlich willkommen auf den Kanal Immer Lulu. Heute machen wir einen etwas wie ein Hamster mit einem 3D-Stift ein kleines Haus. Also wir haben hier eine Vorlage gezeichnet. So sieht die aus. Also so sieht die Vorlage aus. Und ja, am besten könnt ihr euch eine aus dem Internet ausdrucken oder halt auch eine selbst zeichnen. Und drauf an. Ja, was ihr lieber oder besser findet. Hier sind auch schon die Sachen, der 3D-Stift, ja. Schon mal mit einer Farbe. Wir benutzen PLA als Grundmittel sozusagen. Da, weil das aus Bio ist und das dem Hamster nicht schaden kann. Ja, aber trotzdem, wenn wir es rausnehmen, wenn er dran knabbert, weil... Ja. Das ist jetzt für Kira, weil, kennt man schon in Öffnungen, die sind jetzt nicht so groß wie Yoshi. Die sind jetzt zweimal so breit wie Kira, damit sie auch gut reinpasst. Und ja. Kira ist der Zwerghamster und ja, wieso sage ich die ganze Zeit im Ja, aber ist egal. Auf jeden Fall, wir machen als erstes machen wir diese Grundform mit der Farbe Lila. So sieht das im Moment noch aus. Es dauert ein Weilchen, bis ihr damit fertig seid. Weil es braucht echt viel, 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 viel Geduld. Aber es soll ja ordentlich werden. Also in den Hamster gefallen. Da unser Lila bald alle ist, müssen wir dann mit einer pinklicheren, oder was man auch immer dazu sagt, Farbe weitermachen. Aber umso bunter, umso cooler. Ja. So sieht das jetzt noch bisher aus. So sieht's aus, wenn man nachfüllen muss. Die Farbe kommt schon rausgeschossen, aber wir brauchen ja jetzt das ganze Pink. Und ja. Unser 3D-Stift ist jetzt von 3D Stereo Drawing Pen. Also 3D-Stift, so, bla bla. So, von unten hinten, also von innen, war eigentlich hier noch ein Plastik drin, womit man wo man den 3D-Stift dran getan hat. Aber wir haben das jetzt ein bisschen verlegt. Wir nehmen halt alle Farben hin. Wir haben schon ziemlich viele Farben. So, wir haben echt alle möglichen. Wir haben Hautfarbe, wir haben Pink, wir haben Silber. Silber haben wir sogar doppelt und beides noch verpackt. Ich glaube, da habe ich letztes Mal die Nachfüllung. Wir haben noch Gold. Das Einzige, was wir nicht haben, ist dunkellila. Und ja, aber sonst haben wir eigentlich alles. Wir arbeiten gerade mit der nächsten Farbe weiter. Und zwar mit der Farbe Pink. Ich finde den Verlauf, der sieht voll cool aus. Also hier ist so... Da-da-da-da-da-da. Hier ist der Käfig von Kira, nochmal so. Also hier ist ihr Sandbad, das ist jetzt nicht ganz so groß, das ist so groß wie meine Hand. Und sie ist, und meine Hand ist ziemlich groß im Gegensatz zu Kira. Hier ist so eine Tasse. Der Mann schläft. Darin ist, also schläft sie nicht, sie schläft da hinten hinter mir vor. Hier hat sie so einen kleinen Tunnel. Hier ist ein ihr Kletterturm. Hier ist ihr Trinknapf. Und hier ist ihr Fressnapf. Wir haben jetzt einen neuen, ich stelle mal ein bisschen den Fressnapf, wie ihr auch vorher schon. Wir haben jetzt einen neuen Fressnapf. Wir hatten ja vorher noch diesen. Aber jetzt habe ich endlich mal die Zeit gehabt, einen neuen zu kaufen. In so einen kleinen Mini-Tunnel. Und noch einen größeren Tunnel. Ihr XXL-Laufrad. Noch ein bisschen Weihnachtsdeko. Weil sie sich darin gern versteckt oder auch schläft. Sie schläft irgendwie da hinten. Eingegraben. Und ja, inzwischen bei der Hausarbeit. Kann man das essen? Nein, das kann man nicht essen. Tobi!
Das war's so mit Tobi. Was ist eigentlich euer Lieblingstier? Du hast mich auch. Lieblingstier, also unser Lieblings, also mein Lieblingstier, ist das Erdmännchen. Wer es nicht kennt, ich zeige euch jetzt ein Bild. Das hier ist ein Erdmännchen. Also, wir haben gerade März 2018. Und hier ist, das ist halt mein Kalender. Ich habe so einen Mini-Kalender, das ist immer ein Lesezeichen. So. Und da steht drauf, ich ohne dich, das wäre wie ein Himmel ohne Sterne. Und natürlich noch Erdmännchen. Erdmännchen kennt jeder. Ich meine nicht Erdmännchen, ich meine Hamster. Natürlich noch der Hamster. Hamster kennt auch jeder. Nehme ich mal an. Erdmännchen kennt jetzt nicht unbedingt jeder, aber viele, die meisten. Und ja. Mein Lieblingstier.